Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Zuschauer an den Bildschirmen! Mobilität darf kein Luxus werden. Und das, liebe Union, ist ein perfekter Antrag. Da muss ich Ihnen Chapeau, den Hut ziehen. Das haben Sie richtig auf die Tagesordnung gesetzt. Grundlage der individuellen Mobilität der Bürger ist und bleibt ein Führerschein. Vom Schüler und Azubi bis zum Rentner. Alle Menschen brauchen Mobilität, damit einen bezahlbaren Führerschein. Getreu dem Motto von 89, freie Fahrt für freie Bürger. Die Realität sieht aber anders aus. Ein normales Leben wird langsam zum Luxus und nun auch der Führerschein. Mobilität gehört zur Daseinsvorsorge für unsere Bürger und ist damit eine Notwendigkeit. Bürger müssen täglich zur Arbeit. Ich weiß, für manche Fraktionen gilt das hier nicht so in dem Klientel. Aber Azubis zur Ausbildung, Rentner zum Arzt und der Handwerker zu seinem Kunden. Das muss für alle möglich sein, und das wird es auch immer, wenn es bezahlbar bleibt. Und durch eine AfD-Regierung wird das möglich. Deutschland aber normal. Die Kosten für einen Führerschein liegen in der Realität bei 4.000 Euro laut ADAC. Das ist eindeutig zu viel. Eindeutig zu viel. Welche Familie hat denn eben mal 4.000 Euro auf der hohen Kante? Hier braucht es die Unterstützung der Politik. Deutsches Steuergeld für unsere Bürger. Hier ist es angelegt und gut angelegt, Stadtratwege in Peru zu finanzieren. Mein Führerschein hat 50 Mark gekostet. Und da waren alle Lkw, Bkw und Anhängerklassen in einem zusammen. Heute hat man 21 Führerscheinklassen und völlig auseinandergenommen, und damit wird das Geld verdient. So stelle ich mir das vor, wenn man das zusammenlegt. Individuelle Mobilität ist existenzsichernd. Der Bußgeldkatalog ist existenzgefährdend. Wir brauchen eine sofortige Novellierung des Bußgeldkatalogs im Sinne der Mobilität unserer Bürger. Das Flensburger Punktesystem muss abgeschafft werden, besonders im ländlichen Raum. Ist Mobilität fundamental wichtig für alle Bürger gleichermaßen. Das 49-Euro-Ticket nützt im ländlichen Raum niemanden, wenn kein Bus oder Bahn fährt. Hier braucht man einen bezahlbaren Führerschein und ein Auto extra. Ehrenamt, das, was wir alle brauchen, braucht einen Führerschein. Das braucht die Feuerwehr, das DHW. Das sind private Führerscheine. Hier muss der Staat mit unterstützen. Das ist nämlich Leben retten pur mit dem bezahlbaren Führerschein. Ein normaler Dreier heute darf noch nicht mehr über 3,5 Tonnen fahren. Früher war es bis 7,5 Tonnen. Das ist der Unterschied. Lösungen sind wirklich einfach und kostengünstig. Wir unterstützen eure Forderung nach der Digitalisierung des Antragssystems. Online-Unterricht, ganz einfach. Es ist einfach nur Realität. Bei Piloten wird auf dem Simulator geübt, bei Rennfahrern, bei Schiffführern. Das ist Realität. Das kann man mit dem Führerschein auch machen. Die Verkehrserziehung in der Grundschule ist das Fundament einer gefahrlosen Teilnahme am Straßenverkehr. Das gilt für den Fahrrad, für den Moped, genau wie für den Autoführerschein. Statt Scandern ab sofort Verkehrslehre in der 3. und 4. Klasse. Es darf nicht zum Luxus werden, dass Bürger eine Anstellung im Radius von 50 Kilometern vom Wohnort nicht annehmen können, weil der Führerschein zu teuer ist. Der ÖPNV funktioniert auf dem ländlichen Raum nicht. Und deswegen muss für jeden gelten, dass er sich das kaufen kann und bezahlen kann. Kein Handwerker soll seine Arbeit einstellen müssen, weil er dreimal geblitzt und viermal falsch geparkt hat. Das ist der falsche Weg. Die AfD steht fest hinter der individuellen und selbstbestimmten Mobilität für alle Bürger. Schluss mit der Gängelung der Autofahrer. Wir, die AfD, stimmen Ihren Antrag zu. Glück auf und gute Fahrt. Wir fahren fort, und das Wort erhält Svanche Henrike Michaelissen für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.